Hallo, hallo, hallo. Hier ist Tag 445 in meinem Wir sind heute wieder auf Radtour. Wir sind heute in Narat losgefahren bzw. fahren gerade los und wollten eigentlich um 10 Uhr auf dem Damm sein. Das schaffen wir gerade so eben. Wenn du aufhörst zu quatschen, schaffen wir es auch. Ja, genau. Und wir wollen jetzt so 70, 80 Kilometer fahren, damit wir ordentlich Meter machen. Los geht's! Wir sind jetzt schon knapp 40 Kilometer unterwegs. Es läuft eigentlich ganz cool heute. Wir konnten ja gestern ausruhen. Wir sind hier aber direkt an der slowakischen Grenze und fahren hier am Fluss entlang. Auf der anderen Seite ist Ungarn. Da müssen wir noch rüber, aber heute nicht. Jedenfalls ist das der Plan. Mal schauen. Also hier Ungarn, Slowakei. Ungarn, Slowakei. Dazwischen ich. Ja. Also, wir fahren mal weiter. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Egal wo wir hinfahren, wir finden immer eine Eisdiele. Wir sind jetzt hier in Kamano, heißt das so? Ja. Kamano ist an der Donau. Ganz grob. Ja. Wir machen hier nur Pause und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Und essen Eis. Voll geil. Wir sind jetzt in irgendeinem kleinen Schissort. Und da läuft die Musik hier über Lautsprecher. Ich muss anhalten. Hose. Bescheuert, oder? Es geht hier also weiter. Der ganze Ort ist einen Kilometer lang und der ist komplett beschallt. Guck mal, da kommen die nächsten Lautsprecher. Voll geil. Der ganze Ort ist einfach nur beschallt mit Musik. Ja, jetzt müssen wir aufhören zu filmen. Jetzt werde ich noch überfahren. Das geht hier alles weiter. Die Leute werden hier alle beschallt. Mit irgendwelchen Lautsprecherdurchsagen. Eben war Musik, jetzt ist irgendeine Frau, die irgendwas erzählt. Finde ich voll lustig. Ja. Da, guck. Da oben ist jetzt noch mal so ein Lautsprecher. Hä? Was machen die da? Wir haben unseren Zwischenzielpunkt erreicht. Nach 76 Kilometer oder irgend sowas. Schön hier. Donaustrand. Jetzt trinken wir einen schönen kleinen Ficken und dann geht es uns gut und dann fahren wir weiter. Prost!
in Stubovo gelandet. Hier wollen wir auch nächtigen. Thorsten guckt jetzt gerade mal nach. Wir sind jetzt knapp 100 Kilometer gefahren heute. Richtig geil. Da hinten ist auch so ein... Sieht man das? Sieht man nicht, glaube ich. Da ist irgendwie so eine Kathedrale. Da gehen wir bestimmt noch mal hin. Wir haben eine Unterkunft gefunden hier. City Apartments für 11 Cent die Nacht für zwei Personen. Super günstig. Machen wir. Er hat jetzt gerade bei Booking irgendwas da gebucht. Jetzt warten wir nur, dass jemand kommt und uns reinlässt. Bin mal gespannt, wie lange die Scheiße dauert jetzt. Wahrscheinlich bis heute Abend 22 Uhr müssen wir hier stehen. Ich habe zwar gesagt, dass wir nochmal zu dieser Kathedrale da wollen, auf dieser Seite, aber leider ist da ein bisschen Wasser dazwischen. Da müssen wir jetzt nach Ungarn rüber und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, haben wir Ausweis nicht dabei. Ausweis habe ich auch nicht dabei. Braucht man einen Ausweis, wenn wir rüberfahren? Ja. Ja? Woher weißt du das? Reisepass und Visum. Visum auch noch. Muss auch noch irgendwie, den Geburtsausweis, wie heißt das? Geburtsurkunde dabei haben. Also morgen noch zum Konsulat. Ja, genau. Also wir werden jetzt auf jeden Fall was zu essen suchen, irgendwo ein Restaurant, wo man wieder für Apfel und Ei essen kann. Aber nicht ein Apfel und Ei, sondern halt nur für ein Apfel und Ei, verstehst du? Das ist so übertragen, das ist ein bisschen bescheuert, das ist das Beispiel bei Restaurant, oder? Aber egal. Ja, wir gehen jetzt mal essen und wir fotografieren natürlich auch wieder das Essen. Macht man ja so für Social Media. Ne? Unbedingt. Jetzt kommt als nächstes das Foto von unserem Essen. Ja, natürlich haben wir vergessen, ein Bild zu machen, war ja klar. Wir haben gegessen, aber wir haben keine Bilder gemacht, total bescheuert. Aber jetzt sind wir nebenan gegangen und wir spielen wieder Darts. Jetzt gibt es die große Revanche. Ich werde jetzt hier Thorsten niederbügeln. Lehrstunde 2. Sascha kann schon mal Kohle rausholen, ja, wir spielen um die Trainings zu bezahlen. Wir spielen um Geld, auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Der Abend war komplett für den Arsch. Thorsten hat im Darts gewonnen, auch wenn er einen Wurfstil hat wie meine Oma. Er hat einfach irgendwie gewonnen und ich habe einfach total verloren. Totaler Scheiß. Also ich habe echt keinen Bock mehr. Wir sind jetzt mittlerweile auch schon im Hotel. Thorsten pennt, liegt in seinem Bettchen. Ich mache das jetzt auch. Und morgen geht es weiter auf Radtour. Ich glaube, Radfahren kann ich momentan besser als Darts spielen, auch wenn Radfahren nicht so richtig geil ist. Egal. Also, cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen. Morgen geht's wieder weiter Richtung Budapest.